Das ist der letzte. Meister Yoda, können Sie was zum schiefen Turm von Pisa sagen? Gerade nicht. Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Lying Souls. Let's do it. Hello dear player, thank you for playing on the demo. Blablabla, the demo gives you a raw idea. Okay, alles klar. Oh, okay, alles klar. Wir haben schon die Kontrolle. Ein Stuhl. Kabelbinder oder was? Das Bild ist ganz. Ach, so flackerig, so ein bisschen wie so eine Kamera, ne? Okay, ein Zug, ein kleiner Holzzug. Okay. Mord. Ja, 257 feiert's, Benny. Oh, krass, Alter. Also vom Look her sieht's so ein bisschen aus, so als hätten wir uns gerade... Und auch so von dem, was ich sehe, so ein bisschen so, als hätten wir uns alle LSD gepfiffen. Ja. Taschenlampe? Nope. Okay, was müssen wir tun? Hier nichts. Ist alles so ein bisschen grobschlächtig, ne? Sind wir jetzt irgendwie... Europalette? Oh, guck mal, hier schon ein Poster für Lying Souls 2. In den Kinos, Dezember 23. Ja, bitte. Schön, von den Machern von Lying Souls. Oh, das ist geil. Schöner Humor, gefällt mir gut. Okay. Es kommt dann alles so ein bisschen so vor wie so ein Fiebertraum oder irgendwas in der Richtung. Oder so ein Drogentraum. Okay, wir können das hier nicht durch. Hallo? Ach, jetzt ist die Tür wieder offen. What? Okay. Zwei Kameras. Okay, wir finden anscheinend immer denselben Flur verändert vor. Etwas PTSk. Ach du Scheiße, Alter. Das ist groß. Ja. Schwarzlicht ist immer so eine Sache. Gerade Richtung Toilette. Weg vorsichtig. Weg vorsichtig. Möchte ich tatsächlich nicht sehen. Okay, hier kommen wir nicht rein. Dann gehen wir mal erstmal hier ins lustige Schwarzlichtland. Oh, hier gibt's Kartenleser. Partyhut? Oder, ja. Ich möchte diese Party hier nicht mitfeiern. Ich geh weg. Okay, hier geht's hoch. Hoch, hier gedeihen Pflanzen ganz besonders gut. Ganz viel natürliches Licht. Wird super. Ich finde den Stil der Grafik schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hat so ein bisschen was von Hello Neighbor. Plop.
Jetzt hier ist schon wieder dieser Beobachtungsraum. Patient 0035. Und hier ist auch dieser kleine Holzzug. Und der Aktenkoffer. Kein Signal. Aus den anderen Beobachtungsräumen. Okay. Das ist so ein bisschen. So ein bisschen was von Kafka. Nur 7. Okay. Tja, hinter ist er. Können wir noch irgendwas? Red Stack Security, Patient 0035. Überwachungsprotokoll, vertraulich. 7 Uhr, Patient wird geweckt. Der zensiert Musik spielt. 8.30 Uhr, Frühstück und zensiert wird bereitgestellt. 9 Uhr, der Fernseher wird eingeschaltet. Übertragen wird zensiert Informationsprogramm für zensiert. 10.30 Uhr, Multimedia-Aktivitäten sind nun erlaubt. Patient möchte einen Film anschauen. 12 Uhr, Mittagessen wird bereitgestellt. Patient lehnt das Essen ab. Überwachungsraum wird wegen zensiert umgestellt. 12.30 Uhr, Patient beginnt mit sich selbst zu reden. Die Aufnahmen liegen im Fach 27 bereit. Oh, können wir nochmal kurz gucken. 13 Uhr, der zensiert wird ausgeschaltet. 13.04 Uhr, Patient benutzt Toilette. 14 Uhr, Patient beschäftigt sich mit sich selbst. Fernseher wird deaktiviert. 17.07 Uhr, Patient wird zur weiteren Untersuchung geschickt. 17.45 Uhr, komplett zensiert. 18.30 Uhr, Patient wird ins Bett geschickt. Also wir werden hier wahrscheinlich von einem Kind sprechen. Ja, na dann lese ich doch lieber den englischen Text. Wie, möchte ich wegpacken bitte? Okay. Oh, etwas passiert. Sehr schön. Es ploppte gerade ein Achievement drauf. Hier würde ich ganz kurz nochmal gucken, ob wir hier irgendwie ein Fach Nummer 17 finden. Ja, tatsächlich haben alle gar keine Nummer. Na gut, wir schauen mal weiter. Vielleicht kommen wir hier rein. Natürlich nicht. Geburtstagshut. Also hier ist doch irgendwas Abgedrehtes wieder passiert. '21 steht da im Buch. Okay. '21. Hier jetzt nicht weiter. 28, so komische Nummernvergabe hier, muss man mal sagen. 7. Wir finden vielleicht unten noch irgendetwas. Out of order. Okay. Nein. Tatsächlich bloß hochgehen und weiß nicht, vielleicht nochmal versuchen auf den Knopf zu drücken, aber nichts passiert. Da war auch ein Luftballon davor. Geh da nochmal hin. Okay, hier vorne. Stimmt. Jetzt sieht's auf. Okay. Okay, die Optik wird richtig krass gerade. Oh, was haben wir denn? Ich guck hier. Sans hat uns richtig hier. Ah, ist da hier Scarface. Schön. Und hier Texas Candy Massacre. Wunderbar. Haben wir noch eine Videokassette? Nicht zurückgespult, kostet eine Mark.
erwachsener Mann, der sich über schöne Wetter freut. Das ist ein interessanter Zauberwürfel. Und gelöst. Schön. Okay, nichts da. Was? Meine Ecke fehlt. Komisch, wa? Okay, das war die Demo zu Lying Souls. Scheinbar irgendwie eine Firma, die Experimente macht oder so. War jetzt nicht besonders aussagekräftig, hat mich aber tatsächlich abgeholt irgendwie. Vom Grafikstil und von der Präsentation hat es mir sehr gut gefallen. Wenn das Spiel kommt, werden wir uns auf jeden Fall hier auf dem Kanal bringen. Ansonsten würden wir uns sehr über euer Kommentar zu diesem Video freuen. Und wenn ihr wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Helft uns zu wachsen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.